Mahlzeit Leute, willkommen hier zurück auf dem Kanal AppGaming. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein Thema, was ich eigentlich schon öfters mal mit euch besprechen wollte, weil ich es sehr, sehr interessant finde. Ich möchte euch gleich im Folgenden mein Ziel für meinen Account nennen. Aber nicht nur ein spezifisches, sondern was möchte ich alles mit meinem Account in der nächsten Zeit, meine ich so 6 bis 12 Monate, in Lords Mobile erreichen. Da kann es um Statistiken gehen, um Forschungen, um Setverbesserungen, um Helden, um Begleiter und so weiter und so fort. Ja, ich gehe natürlich jetzt nicht auf all diese Sachen ein, sondern wirklich nur meine Hauptziele, die ich mit meinem Account erreichen will. Egal ob Free-to-Play oder mit ein bisschen Geld, sage ich mal. Und da kommt ihr ins Spiel. Ich habe gestern schon viele Kommentare wieder von euch beantwortet unter den Videos und werde ich heute auch wieder machen, spätestens morgen. Ihr schreibt mir bitte jetzt, wenn ihr Bock habt natürlich, rein, was ist euer Ziel mit eurem Account? Und damit meine ich jetzt wirklich nur Ziele, die euren Account betreffen. Das heißt jetzt nicht irgendwie mit der Gilde im KVK-Platz irgendwie unter den Top 10 zu erreichen oder in Gilden-Showdown 14 zu kommen, was weiß ich, sowas nicht. Sondern wirklich nur eure Ziele mit eurem Account. So, bevor ich euch meine Ziele nenne, will ich jetzt kurz noch ein paar Sachen ansprechen. KVK ankündigen. Kündigung. Laut meinen Informationen, ich habe einen Screenshot erhalten, ihr werdet jetzt wahrscheinlich schon wissen, wann der KVK beginnt. Ich habe das Video jetzt hier natürlich abends am, was haben wir heute überhaupt, Mittwoch aufgenommen. Das heißt hier, ihr seht es hier, ich habe noch keine KVK-Ankündigung. Aber laut meinen Informationen beginnt der KVK um 12 Uhr am Samstag. Ich habe die Reaktionen auf das letzte Video von mir gesehen, auf den Account-Overview von Warbreaker und habe mir einfach nur gedacht, ey, du musst den Leuten irgendwas zurückgeben oder irgendwie zeigen, dass du dafür auf jeden Fall sehr dankbar bist. Ihr habt über 200 Likes rausgebrettert auf diesem Video, was einfach nur heftig ist für meinen kleinen Lords Mobile Kanal. Und dafür habe ich mir gedacht, mache ich einen richtig fetten KVK-Stream. Ich bin leider bis 15 Uhr arbeiten. Das heißt, den Start werden wir zusammen verpassen. Die meisten werden wahrscheinlich eher am Anfang nicht direkt zocken. Bei dem Wetter, es sind glaube ich wieder am Samstag 29 Grad. Während viele am irgendeinem See oder Freibad rumlungern, sag ich mal, mir ist jetzt kein anderes Wort eingefallen. What the fuck ist los? Schon wieder viel zu spät, Leute. Nee. Deswegen werde ich am Samstag um 18 Uhr meinen Livestream beginnen. Und er geht mindestens bis 24 Uhr. Mindestens. Das ist so ein kleines Dankeschön auf die Reaktionen, auf die ganzen Kommentare und so weiter unter den letzten Videos. Der Kanal blüht langsam wieder richtig auf, obwohl ich so inaktiv war. Habe ich eigentlich gar nicht verdient. Aber ja, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, ja? KVK-Stream, Samstag, 18 Uhr. Vielleicht auch schon 17 Uhr, aber 18 Uhr spätestens ist er auf jeden Fall online. So, jetzt kommen wir mal zu meinem Ziel mit meinem Account hier in Lords Mobile. 3 Minuten schon geplappert, das geht ja noch, ne? Ist ja jetzt nicht so lange. Jetzt können wir mal zum interessanten Thema kommen, was natürlich auch im Videotitel stand. Weswegen ihr das Video wahrscheinlich angeklickt habt. Ich habe es in 3 Themen für mich unterteilt. Einmal Statistiken. Ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare andere Sachen schreiben, also müsst jetzt nicht genau die Ziele übernehmen, die ich habe und eure Meinung dazu sagen oder eure spezifischen Ziele, sondern ihr könnt auch andere Ziele gerne nennen, ja? Also so, dass jemand, der dieses Video guckt, auch mal in die Kommentare scrollen kann und durchlesen kann, also das haben andere Lords Mobile Spieler als Ziel für ihren Account. Ist, denke ich, für jeden interessant, dieses Video. So kann er sich auch mal die Kommentare durchlesen. Jetzt wiederhole ich mich und deswegen fange ich lieber an. So, Statistiken. Ich will natürlich was an meinen Kills machen, ja? Erstmal will ich schon seit Ewigkeiten die 200 Millionen Kills knacken. Und ich werde es jetzt auch in nächster Zeit schaffen. In nächster Zeit, wie gesagt, sind natürlich ein paar Monate jetzt. Immer wenn ich in nächster Zeit sage, ist das natürlich ein etwas längerer Zeitraum. Denn ich habe Siedlungsrollen, ich werde auch mal wieder einen 24-Stunden-Ausflug machen und das mit euch in einem Livestream teilen. Und ich bin jetzt wirklich gewillt, langsam. Ich sag's jedes Mal, ich weiß, ihr kommt, ihr denkt euch wahrscheinlich, was labert ihr? Aber Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich Lords Mobile spiele, dann streame ich oder mache irgendwas für die Gilde, irgendwelche organisatorischen Sachen oder ich mache ein Video. Das sind die Sachen, wo ich halt Lords Mobile spiele. Das frisst komplett meine Lords Mobile Zockzeit im Prinzip auf. Da bleibt nicht viel mit Solo-Angriffen und so weiter und so fort. Aber soll keine Ausrede sein, 200 Millionen Kills ist mein erstes Ziel für diesen Account, was ich auf jeden Fall unbedingt erreichen will.
So, mein zweites Ziel hat auch was mit einer Zahl zu tun, und zwar 250 Millionen Forschungsmacht. Und hierbei habe ich speziell ein paar Forschungen in Aussicht, die ich unbedingt machen will. Und das hat auch seine Gründe, die ich euch natürlich auch gern sagen möchte. Und zwar will ich hier natürlich alles auf 10 machen, um 10% Armeeverteidigung zu kriegen, 10% Armeeangriff und 10% Armeegesundheit. Warum ist klar? Bessere Kampfberichte, wenn ich geradet werde, habe ich bessere Stats. Und das, darüber hinaus, das wird natürlich seine Zeit dauern, denn ich habe die erst auf 7 und jetzt kommen natürlich erstmal die kostenintensiven und langen Forschungen. Und ich will unbedingt diese Dunkelnest-Forschungen durchbringen. Warum will ich das machen? Also bis hier unten. Alles auf 10. Warum will ich das machen? Weil ich will im Gilden-Event endlich Level 19 Essenzen machen. Weil diese Punkte sind immer so easy. Da macht man, glaube ich, 6 Level 19 plus Essenzen und kriegt, glaube ich, 200 Punkte. Alter, wie geil ist das denn? Will ich unbedingt können. Ich kann auch schon Level 5 Dunkelnester, habe ich auch schon mal in ein oder anderen Livestream gezeigt. Aber bei Level 19 Essenzen und speziell Level 21 Essenzen ist meine Lose-Rate enorm hoch. Also wirklich sehr hoch. Und deswegen denke ich mir da lieber, machst du es nicht. Weil 6 müssen ja klappen. Und ich will nicht, um diese 6 Essenzen zu kriegen. Okay, ich kann die natürlich auch durch andere kriegen, aber ich will keinen anschnorren für irgendwelche, mach mal jetzt bitte Dunkelnester für mich. Wenn, dann will ich die schon alleine schaffen. Und da will ich nicht 100 Dunkelnester starten müssen, um 6 Level 19 Essenzen zu kriegen, ja. Deswegen will ich diese Forschung durchballern. Dann wird es auf jeden Fall klappen. Bis dahin ist mein Set wahrscheinlich auch oder hoffentlich ein bisschen besser. Und dann läuft das auf jeden Fall. So, jetzt habe ich hier gerade so ein Lappendunkelnest gemacht. Mit Level 11 Essenzen. Ja, so, das ist auf jeden Fall auch ein Ziel, diese Forschungsmacht zu erreichen, speziell mit diesen Dingen. Und ich will was an meiner zerstörten Macht ein bisschen machen, ja. Also 11 Millionen sieht mittlerweile ein bisschen mickrig aus. Das heißt, an vielen Rallyes teilnehmen und viele T4 verlieren, aber was soll's. Ich sag auch jetzt hier schon mal direkt am Anfang, ich habe mir bewusst kein Ziel für Truppen gesetzt. Also ich habe kein bestimmtes Ziel, jetzt zum Beispiel 10 Millionen Truppen zu erreichen oder sowas. Warum nicht? Weil ich mir denke, wenn man dieses Ziel ausspricht oder jetzt zum Beispiel das Ziel zu haben von jeder Einheit 1 Million T4, dann denke ich, wird man ein bisschen vorsichtiger. Und wenn man in Lords Mobile vorsichtiger wird und dann joint man weniger Rallyes, man macht vielleicht keinen dummen Solo-Angriff im KVK, der aber vielleicht dann am Ende richtig geil wird oder zumindest für Lacher im Chat sorgt. Das gehört ja alles dazu, es ist immer noch ein Game und soll Spaß machen. Und deswegen habe ich mir bewusst kein Ziel gesetzt für Truppen, weil ich mir denke, ob ich jetzt 4 Millionen Truppen habe oder 8 Millionen Truppen, wenn ich genug bin, habe ich dann viel, viel mehr verloren. Ich bleibe bei meinen 5 Millionen Truppen, so ungefähr immer, Pi mal Daumen und ja. Und werde erstmal mich auf Forschungen konzentrieren. Deswegen werdet ihr kein Ziel für Truppen hören. What the fuck? So, also das waren meine Ziele jetzt zu Stats. Das habe ich alles unter Stats abgespeichert. Jetzt kommen wir mal zu Sonstigem, bevor wir dann natürlich zu den Sets gehen. Ja, für mein Set und beziehungsweise für meine Sets habe ich natürlich auch Ziele. Noch. Das heißt, noch überhaupt. Denn da ist natürlich noch einiges zu tun bei mir. Ich will unbedingt den Watcher endlich mal auf Gold kriegen. Es ist so ein geiler Held, auch noch ein Infanterieheld. Und natürlich auch perfekt für meine Mauer, wenn ich dann mal gerallied werde mit 5 Millionen Truppen. Da kann ich auf jeden Fall ein paar gute Helden mit Armee-Stats gebrauchen. Und den Watcher, den habe ich ja jetzt eigentlich auch schon in Anführungsstrichen ziemlich weit. Ich habe jetzt 48 von 150. Ich habe die letzten 2-3 Monate dafür nichts gemacht. Jetzt erst seit 3 Wochen wieder. In den letzten 3 Wochen habe ich jetzt schon wieder 14 Medaillen draufgepackt. Ja, ich ärgere mich selber darüber, dass ich so, ich sag mal, von März bis, ja, jetzt fast Mitte, Anfang des Monats nichts gemacht habe für den. Einfach immer Forschungen beendet, egal welches Höllen-Event war. Ich hatte irgendwie keinen Bock. Ich weiß nicht, weil es halt auch wirklich nervtötend ist. Man muss immer on kommen, weil man die Nachricht kriegt, Watcher Research ist da oder Watcher Forschung. Ja, es ist nervig, aber der Held ist halt geil und er ist halt Free-to-Play, also man kann ihn Free-to-Play erreichen. Ja, das ist auf jeden Fall einer meiner wirklich wichtigsten Ziele und das werde ich, denke ich, auch erreichen. Es ist ja nicht mehr weit und je näher man rankommt, desto motivierter wird man ja auch. So,
Dann kommen wir nochmal zu Begleitern, bevor wir dann zu den Sets gehen. Bei Begleiter habe ich auch ganz spezielle Ziele. Und zwar, bei Begleitern würde ich mal behaupten, dafür, dass ich hier kein Geld reingesteckt habe, also ich habe mir nie ein Paket für Begleiter geholt, nur für das Set einmal 2,5 Euro Pakete, also für das Voodoo-Set, aber ansonsten habe ich mir hier nie irgendwas gekauft. Keine Urkraft mit Geld oder irgendwie sonst was. Oder Fusionsbeschleuniger habe ich mir auch nicht mit Geld geholt. Und dafür, finde ich, bin ich enorm weit. Denn wenn man sich das jetzt mal anguckt, ich zeige euch mal meine Materialien. Ne, meine Runen wollte ich euch zeigen. So, ich habe echt von den Pakt 4 richtig viele Runen. Und von den Pakt 3 habe ich auch die schon hoch, die ich hoch haben will. Mein nächstes Ziel ist jetzt auf jeden Fall erstmal Priorität Nummer 1, den Sammler auf Level 60 zu kriegen und natürlich Ältestengrad. Ältestengrad ist jetzt keine Kunst mehr, Level 50 ist er schon, das heißt, ich warte jetzt nur noch auf diese letzten 17 Runen und die Fähigkeiten sind hier auch schon ziemlich hoch und dann geht die hier höher und dann kriege ich Juwelen, Leute. Dann kann ich mein Set verbessern. Endlich kriege ich dann alle 3 Tage schön ein paar Juwelen. Ja, ich bin auch gerade dabei, ordentlich Juwelenkisten wieder zu sparen. Wo bin ich jetzt hier? Hier. Also ich habe 62 blaue, 4 lilane und 6 legendäre. Ich weiß gar nicht, wie ich die legendären bekommen habe. Ich war auf jeden Fall zweimal in einem Höllen-Event erster. Aber ich glaube nicht, dass das jeweils 3 gab. Wo habe ich die anderen denn herbekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht gecasht, Leute. Ich bin unschuldig. Also ich weiß nicht, woher die kommen. Muss irgendwie Lord's Cup? Gibt es bei Lord's Cup welche? Egal, ich habe auf jeden Fall welche, ist schon mal gut. Ja, wenn ich so 150 habe, werde ich, denke ich, ein Kistenopening machen. Ich habe auch schon wieder ein paar Kisten angespart, hier durch Höllen-Events und so weiter. Aber ist halt jetzt nichts Berauschendes, reicht nicht für ein Kistenopening, wäre viel zu langweilig. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ich spare weiter. Und dann wird auch irgendwann mal wieder ein fettes Kistenopening kommen. Apropos Begleiter, ich muss auch gleich wieder Pakte fusionieren, das können wir jetzt eigentlich mal machen. Wir sind natürlich immer noch bei Pakt 4. Wir brauchen noch die letzten paar Medaillen für den Sammler. Boah, ich bin so glücklich, wenn der endlich fertig ist. Natürlich wird es noch dauern, den auf Level 60 zu ziehen. Aber das kann ich verkraften. So, dann nach dem Sammler werde ich den Gremlin machen. Der ist sowieso schon, der ist einfach fertig. Ja, weil die 7 Dinger, die kann ich direkt pushen und dann ist er fertig. Ich muss jetzt nur noch die 4 Level hier gerade machen. Aber das passt perfekt, weil wenn die 4 Level fertig sind und der auf 50 ist, dann in der Zeit werde ich genau, denke ich mal, so die 17 fehlenden Runen bei den Sammler fertig haben. Das heißt, das passt sich genau ab. Und dann habe ich die beiden in nächster Zeit, denke ich, auf Level 60. Also das sollte so Ende August fertig sein mit den beiden. Und dann habe ich, und natürlich auch schon inbegriffen, dass ich dann auch die Fähigkeiten auf Level 10 habe. Und dann kriege ich 3 Juwelen und Gems. Ja, 2 sehr, sehr wichtige Begleiter, finde ich. Begleiter sowieso immer noch, wie ich finde, das geilste Update in Nods Mobile, weil es wirklich nicht Pay-to-Win ist. Es ist einfach null Pay-to-Win. Wie weit ich jetzt schon bei Begleitern bin und ich habe da keinen einzigen Cent reingesteckt. Einfach ein richtig geiles Update. Und dann mein absoluter Langzeit-Favorit und Traum. Ich denke mal, den werde ich dieses Jahr vielleicht noch schaffen. Aber das ist so mein Langzeitziel bei den Begleitern. Ja, diese Fähigkeit natürlich. Alle 3 Tage 15.000 T4 kriegen. Einfach geschenkt. Also alle 24 Stunden 5.000 im Prinzip. Ist wie, als wenn man einen zusätzlichen Trainingsslot auf einmal kriegen würde. Er ist einfach so geil. Und ich habe hier auch schon 108 Runen von 25. Aber ich habe schon gehört, die Dinger zu leveln, also diese 5er Begleiter, das dauert soll einfach nur ewig dauern. Deswegen mache ich mir da jetzt erstmal nicht so viel Hoffnung. Aber die beiden, die gehen jetzt auf jeden Fall schnell. Und das ist dann halt hier mein Langzeitziel. Ja, das sind so meine Ziele bei den Begleitern. So, jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar Sets. Habe ich jetzt erstmal ein ganz mickriges Ziel, wird sich der ein oder andere denken. Und zwar will ich, und da werde ich wahrscheinlich den ein oder anderen Euro wieder investieren müssen. Das wird also noch dauern, weil ich jetzt erstmal nichts investieren möchte und es ja auch schon seit fast 3 Monaten mache. Aber ich will das Set auf jeden Fall komplett blau kriegen. Ich weiß nicht warum, ich finde es einfach chillig. Ich will mein Monster-Set auf jeden Fall komplett auf blau haben. Wann ich das machen werde,
Weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht in den nächsten ein, zwei Monaten. Aber das ist auf jeden Fall ein Ziel, was auf meiner Liste steht, was ich noch hier mit meinem Account erreichen will. So, was habe ich noch für ein Ziel? Ganz klar, mein Mixset verbessern. Da habe ich jetzt nicht irgendwie speziell ein Ziel, so dass ich jetzt irgendwie den Becher der Weisheit auf lila machen will, den Sumsa-Helm auf lila und die Drachenschattenschuhe auf lila, sondern ich habe ein Ziel hier von den Stats her. Ich möchte überall, also Fernkampfangriff, Kavallerieangriff und Infanterieangriff, alles auf mindestens 160% haben. Ja, Fernkampfangriff muss ich nicht mehr viel tun und Kavallerieangriff auch nicht mehr so viel, aber Infangriff noch. Ja, ich will alles wirklich über 160% haben. Wie will ich das realisieren? Ja, erstens gehen die Drachenschattenschuhe bald hoch und zweitens halt durch gerade diese ganzen Juwelenkisten und durch diesen Juwelenbegleiter, den ich demnächst habe. Habe ich ja gerade schon gezeigt, ich zeige ihn aber nochmal. Den Sammler. Durch diese beiden Dinge will ich das realisieren. Das heißt, viele lilane Juwelen jetzt mit der Zeit peu à peu mal durch goldene austauschen und dann sollte das irgendwann mal möglich sein. Das ist auf jeden Fall mein Ziel von Set her. So, und wenn ich das erreicht habe, 160%, dann will ich ein Full-Inf, Full-Fernkampf und Full-Cuff-Set machen. Das kann ich natürlich erst dann machen, wenn ich das erreicht habe, weil ich ab da dann die Juwelen für die anderen Sets brauche. Ja? Und jetzt momentan brauche ich die Juwelen halt noch für mein Mix-Set. Also all die neuen Juwelen, die jetzt dazukommen. Deswegen kann ich diese Solo-Sets, sage ich mal, also Solo-Inf oder Full-Inf, Full-Fernkampf und Full-Cuff jetzt noch nicht realisieren. Ich habe jetzt hier schon mal so sporadisch ein Full-Fernkampf-Set gemacht, aber im Prinzip sieht das fast so aus wie mein Mix-Set. Es sind nur zwei Sachen geändert. Und so wird das auf jeden Fall auch nicht bleiben. Jetzt hätte ich hier Full-Fernkampf, weil ja auch in zwei Sachen noch keine Juwelen drin sind, hätte ich jetzt 165%, das ist gar nichts. Also ich will dann halt jeweils auf Fernkampf Full 250% oder wenn ich Full-Kaff gehe, 250% Kaff oder wenn ich Full-Inf gehe, 250% Inf. Das will ich auf jeden Fall erreichen. Das sind aber halt erst Sachen, die kommen, wenn das Mix-Set fertig ist. Ja, das sind so meine Ziele zu Sets. Bauset ist mir egal, Forschungsset, ja, ist mir auch egal. Die gehen irgendwann mal von alleine Gold, wobei Linfo und Krone wohl eher nicht, aber ich glaube, die Greifenschuhe kriege ich schon irgendwann Gold. Ja, interessiert mich nicht wirklich. Voodoo-Set ist für mich gut genug und Begleiter bin ich auch schon sehr, sehr weit. Also da werde ich jetzt kein Geld mehr investieren. Was hochgeht, geht hoch. Was nicht hochgeht, ist auch gut. Ja, ansonsten gibt es ja nichts mehr Spezielles. Klar, es wurde jetzt dieses neue Trainingstempo-Set hinzugefügt, aber naja, da gibt es erst zwei Teile und da werde ich auch mein Geld nicht investieren, falls ich wieder in Lords Mobile investiere. Deswegen, ja, das waren meine Ziele, die ich in Lords Mobile mit meinem Account erreichen will. Wie gesagt, bewusst jetzt nichts mit Truppen gesagt, weil ich da auch kein Ziel haben möchte. Es geht hier auch nicht um Ziele mit der Gilde, das ist wieder ein ganz anderes Thema, sondern jetzt einfach nur so ein paar Ziele genannt, die ich auf jeden Fall noch realisieren möchte und die für mich auch noch möglich sind zu realisieren. Also jetzt nicht die Ziele, irgendwelche Ziele, die jetzt noch 5 Jahre dauern würden, ja. Sondern ich denke mal, diese Ziele werde ich auf jeden Fall in spätestens 9 Monaten erreicht haben. Hoffe ich zumindest beim Z. Wenn ich Pech habe, dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber die anderen Dinger, die werden auf jeden Fall zu machen sein. So, und jetzt ist das Video dann auch schon vorbei. Haben wir schon wieder 18 Minuten gequatscht. Aber das war mir einfach mal sehr wichtig, weil ich mich jetzt... Jetzt kommt für mich der interessante Teil. Jetzt nicht, wie das Video ankommt oder so. Oder, ja, das Video rauszubringen, sondern jetzt kommen eure Kommentare. Jetzt bin ich mal gespannt, was sind eure Ziele? Warum bin ich darauf so gespannt? Das will ich am Schluss nochmal sagen. Vielleicht ist da irgendein interessantes Ziel dabei und deswegen mache ich das Video auch, wo ich mir dann denke, okay, das ist eigentlich geil, das will ich auch machen. Und genauso kann das für euch interessant sein. Ihr könnt mal in die Kommentare dann durchscrollen, was die anderen so geschrieben haben und vielleicht sind da Ziele dabei, wo ihr euch so gedacht habt, okay, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Das will ich auch erreichen. Ja, und deswegen finde ich, ist das Video mal ganz wichtig. Also ganz wichtig sind eure Kommentare hier bei dem Video. Schreibt mir eure Ziele in die Kommentare. Vielen Dank nochmal auf die Resonanz des letzten Videos. Es war einfach mega, diese 200 Likes. Dafür sage ich jetzt mindestens die nächsten 2 Wochen nicht einmal, dass ihr ein Video liken, teilen oder sonst was sollt. Nur kommentieren halt, nur kommentieren. Ja,
Es war einfach zu geil, war mega korrekt von euch. Und wie gesagt, dafür machen wir am Samstag einen richtig fetten KVK-Stream, wo ich mich mal wieder selber nulle. Und wenn meine Informationen nicht falsch sind, ihr werdet es jetzt, wenn ihr das Video seht, schon wissen, dann beginnt der KVK am Samstag um 12 Uhr und der Stream startet dann um 18 Uhr. Danke Leute, viel Spaß noch beim Lords Mobile Zocken und lasst euch auf jeden Fall jetzt nicht nullen, denn ihr braucht eure Truppen am KVK. Ciao.